Bei Mercedes dreht sich alles um AMG. Schon im Vorfeld der New York International Auto Show setzt der Stuttgarter Konzern mit einem ganz exklusiven Event ein Highlight. Zum ersten Mal wird das S63 AMG Coupé der Weltöffentlichkeit präsentiert. Und das neueste Produkt der hauseigenen Tuning-Schmiede hat es in sich. Der hat unseren 5,5 Liter Motor mit 585 PS, 900 Newtonmeter. Er hat Allradantrieb von uns, ja, mit der Drehmomentverteilung 66% nach hinten, 33% nach vorne. Sehr agil, sehr dynamisch. Wir haben eine neue Vorderachse für das Auto gemacht. Das Auto kann um die 8 Minuten auf der Nordschleife fahren, das geht. Das macht kein Kunde. Aber das zeigt, wie agil und dynamisch ein S-Klasse Coupé jetzt bewegbar ist. Kraftvoll und dynamisch kommt das neue Coupé daher. An der Front dominiert der dreidimensional gestaltete Kühlergrill sowie eine neue Frontschürze. Spezielle Räder sind für das S63 AMG Coupé entwickelt worden, die natürlich auch das AMG-Logo tragen. Am Heck fällt der hochglanzschwarze Diffusoreinsatz ins Auge, nicht zu vergessen die Auspuffanlage mit den 4 Endrohren. Technisch ist das Coupé mit allen erdenklichen Finessen ausgestattet, besonderes Highlight die Curve Tilting Function. Ja, mit der Funktionalität, die bei ABC jetzt da ist, so im S-Klasse Coupé, da legt sich das Auto quasi in die Kurve rein. Ja? Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, man karft wie auf Skiern, dass das Auto sich ein bisschen reinlegt in die Kurve. Es ist ein neues Erleben und macht ziemlich viel Spaß. Luxus und Eleganz setzen sich auch im Innenraum fort. Das Interieur zeigt sich mit hochwertiger Materialauswahl in perfekter Verarbeitungsqualität. Die AMG-Sportsitze wurden neu entwickelt mit elektrischer Verstellung, Sitzheizung und optimalem Seitenhalt. Es ist ein sehr bewegtes Jahr, was da vor uns steht. Ja, wir sind jetzt so weit mal durch mit dem Rollout unserer Kompakten. Wir haben jetzt den GLA im Anlauf. Das Auto ist im Anlauf. Die 12-Zylinder-Modelle von S-Klasse und S-Klasse Coupé kommen noch. Und wir haben aber sicherlich noch unseren Sportwagen. Und der nimmt noch viel in Anspruch und der beschäftigt uns noch sehr, aber der kommt dieses Jahr noch. Viel wird über ihn noch nicht verraten, lediglich ein Blick in den Innenraum gewährt. Außerdem wird der Name des Neuen, der im September vorgestellt wird, hier in New York verraten. Mercedes AMG GT.